Schönen guten Tag. Ich habe so viele Briefe bekommen, aber die Leute sind schon ungeduldig geworden. Die Leute sagen, wann kommt der Fisch und erzähle was über die Fische. Ja, ich weiß, warum die Leute ungeduldig geworden sind, weil die ganze Zeit ist ja schrecklich und ungeduldig für uns alle. Diese Sache mit Lockdown und diese Gespräche, war das richtig, war das nicht richtig, der Lockdown? Und da gibt es immer viele Parteien, die darüber reden. Ja. Wie ich schon oft erwähnt habe, es musste so passieren, dass wir diese Lockdowns erleben. Und es musste so sein, dass die Regierung im Namen des Volkes und für unsere Gesundheit kämpft und natürlich müssten sie überall Lockdowns verhängen. Das ist ja wohl klar. Nur, jetzt kommt die Sache mit diesen Impfungen. Ich habe heute gelesen, dass da kommt auf uns zu, dass wir endlich mal in Arztpraxen Impfungen bekommen werden ab April. Das ist auch wunderschön. Nur, es gibt sogar Gespräche über dritte Impfung, weil diese AstraZeneca-Impfung nicht so sicher ist. Also, es gibt immer jeden Tag was Neues und diese ganze Situation macht uns einfach ungeduldig, nicht zu erwähnen, total kaputt. Wir haben die Nase voll, es geht immer weiter und immer weiter und das wird immer länger alles zu. Die Leute sind einfach ungeduldig. Und dann kommt noch Frühling langsam. Ich muss heute ein paar Fenster hier ein bisschen putzen. Das kommt auch auf uns zu und deswegen wollen die Leute ausbrechen. Die wollen etwas erleben. Die wollen endlich mal raus. Das ist ja klar. Und deswegen sind wir alle so ungeduldig. Und dann erzähle ich den Leuten von Wassermann, dass seine Gefühle ständig unterdrückt. Deswegen sind die Leute ein bisschen ungeduldig. Das ist nicht, dass sie das nicht gucken, auf keinen Fall. Ich habe ja schon dafür, was ich mache, einen sehr großen Erfolg. Da möchte ich mich bedanken bei allen Leuten, die das gucken. Aber trotzdem verstehe ich, dass die Leute sagen, ey, wann kommt der Fisch und so. Und nach Fisch kommt wieder Widder und so weiter. Die Leute wollen ein bisschen mehr jetzt erfahren, weil dieser Wassermann als Partner, der kein Don Juan spielen kann, der kein Don Juan ist, der ist ja langweilig und unfähig, Gefühle zu äußern. Und wie ich gesagt habe in meinem Preview, da Wassermann seine Gefühle ständig unterdrückt, weil diese Gefühle, die er zeigt, als Schwäche ansieht. Deswegen ist er kein romantischer oder feuriger Liebhaber. Das muss man wissen, dass das so ist. Aber die Frage ist, wenn jemand kein feuriger Liebhaber ist, trotzdem kann man mit jemandem leben. Weil es geht nicht nur um Sex im Leben und es ist so, man kann sich nicht alles rausrollen auf seine Person. Also das bedeutet, wenn ich Zuneigung und Liebe von jemandem habe, aber kein Sex, weil diese Person ist nicht so feurig im Bett wie Wassermann, dann muss ich gucken, dass ich mir sonst noch Hilfe von anderen Personen hole und dann bleibe ich bei dieser Person, die mir nur Liebe und Zuneigung gibt. Das ist auch eine Lösung. Man muss nicht immer denken, das ist alles perfekt, ich muss es so haben, wie ich es will. Und alles in einer Person zu finden, ist überhaupt nicht möglich. Deswegen, obwohl der Wassermann nicht der romantischste und nicht der feurigste Liebhaber ist, man kann sich einen anderen Liebhaber holen, nicht? Zwilling. Oder Löwe.
Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Aber für heute muss ich sagen, meine Zeit ist leider um.